Heute erkunden wir gemeinsam Gujo Hachiman. Gujo Hachiman ist bekannt für zwei Dinge. Nummer eins, sie ist die Stadt des Wassers und deswegen könnt ihr im Hintergrund auch schon den Fluss hier rauschen hören. Der mündet übrigens hier auf der anderen Seite, könnt ihr auch gleich sehen, in einen anderen Fluss. Gujo Hachiman ist eine Stadt in der Gifu-Präfektur, gar nicht so weit weg von Nagoya und einer meiner Top-Empfehlungen, die ihr besuchen solltet, wenn ihr nach Japan kommt. Also wirklich quasi sogar noch über Nagoya, wobei, sowas darf ich nicht zu laut sagen. Wirklich einer meiner Lieblingsorte überhaupt in Japan. Das zweite, wofür Gujo Hachiman bekannt ist, ist das Tanzfest, das hier im Sommer stattfindet. Und es ist Sommer, ich bin hier in Gujo Hachiman, um heute Abend auch am Tanzfest teilzunehmen. Das heißt, im heutigen Video werde ich euch alles zeigen, was ihr wissen müsst über Gujo Hachiman. Viel Spaß! Nicht nur wegen den Flüssen ist Gujo Hachiman die Stadt des Wassers, sondern auch, weil es unglaublich viele Bäche und andere kleinere so Wasserwege und entlang der ganzen Straßen überall Wasser gibt. Das hier unten, das ist die Sogi-Sui. Das ist eine Quelle, da kommt Wasser raus und da ist ein Shinto-Schrein dran, weil wir in Japan sind. Und an diesem Ort hier, das Wasser wurde früher insbesondere dafür verwendet, um Gemüse zu waschen, um Wäsche zu waschen, um Trinkwasser zum Kochen etc. Und deswegen hat das hier so diese Abteilungen, damit aus der richtigen Stelle das Wasser für die unterschiedlichen Sachen verwendet wird, damit das Wasser nicht kontaminiert wird oder so. Ich bin ein kleines bisschen neidisch auf die ganzen Leute, die Badesachen mitgenommen haben, weil wirklich sehr viele Leute im Wasser baden heute im Fluss. Und das wäre jetzt gar nicht so schlecht. Es hat nämlich 35 Grad oder so. Es ist wirklich, wirklich heiß. Und so eine coole Abfrischung im Fluss wäre jetzt gar nicht so unangebracht. Im Hintergrund seht ihr das Museum von Gujo Hachiman. Das sollte man besucht haben aus zwei Gründen. Erster Grund, im zweiten Stock kann man ganz toll viele Sachen sehen, die irgendwie historisch und geschichtlich und kulturell was mit Gujo Hachiman zu tun haben. Und im ersten Stock findet auf die Stunde von 11 bis 15 Uhr, manchmal, je nachdem welche Jahreszeit ist und an welchem Tag der Woche ihr hier seid, eine Demonstration des Gujo Odori statt, also des Tanzfestes. Und das macht super viel Spaß, da mitzumachen. Das werde ich euch jetzt auf jeden Fall gleich zeigen. Selbst wenn ihr hier seid in Gujo Hachiman zu einer Zeit, wo eben das Tanzfest nicht stattfindet, also außerhalb der Sommermonate, dann ist es wirklich ganz, ganz toll, hier hinzugehen und etwas über das Tanzfest zu lernen. Ja, die Demonstration ist nur auf Japanisch, aber trotzdem so die ganzen Tanzschritte und so ein bisschen mitzutanzen, macht auch Spaß. So, bevor jetzt hier die Demonstration stattfindet, dachte ich mir, ich gebe euch ein paar Informationen über das Gujo Odori. Das erste, was ihr wissen müsst, ist, dass zwischen Juli und September an 30 Abenden hier getanzt wird. Insbesondere während Obon die ganze Nacht durch, bis zum nächsten Morgen. So viel Stamina habe ich nicht, aber gut, wer möchte, kann das machen. Ansonsten, es gibt hier in Gujo Hachiman 10 unterschiedliche Tänze, die man können muss, um mitzutanzen. Wir werden in dieser Demonstration ein paar davon lernen und dann später heute Abend natürlich das alles tanzen, so gut wie möglich. Ich war natürlich jetzt schon ein paar Mal in Gujo Hachiman. Ich habe beim Tanzfest auch schon zweimal mitgemacht. Das heißt, so mehr oder weniger sollte ich die Tänze drauf haben. Schauen wir mal, wie es läuft. Eine weitere Sache, für die Gujo Hachiman wirklich bekannt ist, sind die Food Samples, also die aus Plastik hergestellten Gerichte, die man vor den Restaurants sehen kann, als Beispiel, wie das Essen dann drinnen ausschaut.
die wurden, soweit ich weiß, hier in Gujō-Hachiman erfunden und 80% der ganzen Food Samples in Japan werden in Gujō-Hachiman hergestellt. Es gibt hier zwei große Firmen, wo man auch selber so Aktivitäten machen kann. Das heißt, wenn ihr sowas machen möchtet, ist das auch ganz, ganz toll hier zu tun. Und das könnt ihr machen auf einer Tour mit mir, entweder Food Sample oder wir haben noch eine andere Aktivität, die ihr aussuchen könnt. Darüber erzähle ich euch später mehr. So, jetzt bin ich hier am Schloss angekommen. Wir sind mit dem Auto hier hochgefahren. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr ein Auto habt. Ansonsten ist es ein 15-minütiger Fußmarsch hier hoch. Wie ihr sehen könnt, ist die Aussicht hier im Sommer wirklich super, super malerisch. Aber insbesondere zur Herbstlaubzeit ist es hier unglaublich toll. Das liegt daran, dass die meisten Bäume hier Ahornbäume sind. Wirklich, Gujō-Hachiman kann ich euch das ganze Jahr über empfehlen. Natürlich zum Tanzfest im Sommer ist am meisten los. Rest des Jahres, Herbst ist mega geil. Im Winter ist sehr, sehr wenig los hier. Man hat die ganze Stadt für sich alleine. Auch ganz, ganz toll. Ihr habt keine Ausrede. Ganz egal, wann ihr im Jahr nach Japan kommt, Gujō-Hachiman sollte auf eurer Liste drauf sein. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Hai, hai. Arigatou gozaimashita. So, und rein spaziert hier durch das Tor durch und dann könnt ihr direkt hier, tada, die Burg sehen. Okay, und herein spaziert. Naja, es ist ganz hübsch eigentlich, alles aus Holz, aber innen schaut es halt aus wie in jedem anderen nachgebauten Schloss, nämlich wie ein Museum mit leider, wie immer, sehr, 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 sehr wenig Englisch. Hier steht es angeschrieben, das älteste aus Holz rekonstruierte Castle, also Schloss in Japan, ist das Gujō-Schloss. Und hier könnt ihr sehen, wie sie es nachgebaut haben aus Holz. Also wirklich eigentlich ganz putzig. 1933. Gut, und dann würde ich sagen, geht's ans Klettern. Und zwar einmal ganz nach oben, weil ich habe euch ja schon gesagt, die Aussicht ist das Wichtige hier. So, jetzt bin ich hier in einer der Straßen von Gujō-Hachiman, was auch ein weiterer Grund ist, warum ich die Stadt wirklich nur empfehlen kann, weil ihr seht, wie wunderschön malerisch es hier ist. Wirklich, jede einzelne der Straßen hier in Gujō-Hachiman ist quasi so hübsch wie in Takayama, nur wie ihr sehen könnt, es ist wirklich nicht viel los hier. Ganz viele Cafés und Restaurants, insbesondere Soba, weil man braucht gutes Wasser, um gutes Soba zu machen. Diese ganzen Holzhäuser hier einfach, das hat alles so richtig schön Atmosphäre und die möchte ich jetzt aufsaugen. Arigatou gozaimasu. Okay, Zeit für eine kleine Pause und zwar mit Eis aus einem Sake-Laden. Deswegen Eis mit Sake. Weiß nicht, ob das die beste Idee ist für diese Hitze, aber dem konnte ich nicht widerstehen. Es ist einer meiner Lieblingsspots hier in Gujō-Hachiman und ganz egal, zu welcher Jahreszeit ich hierher komme, gibt es dieses Eis hier. Mmh. Mmh. Perfekt im Sommer. Da springt einer. Von der Brücke da drüben springen die Locals ins Wasser. Es sind 12 Meter, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, bitte nicht nachmachen oder so. 1, 2, 3 und wuhu! Ich war schon öfter hier in Gujō-Hachiman, habe ich ja erwähnt. Aber einen Springen sehen habe ich heute zum ersten Mal. Ich wusste, dass von der Brücke gesprungen wird. Aber das so live mit anzugucken, ist schon ganz schön krass. Ich bin nämlich eine, die quasi von einem 1 Meter Springbrett schon Angst hat. Also mich werdet ihr da nie runterspringen sehen. Solche Wasserstellen gibt es hier an ganz, ganz vielen Häusern und insbesondere Shops. In dem Laden hier gibt es Souvenirs und ich habe mir gerade einen Yuzu Juice gegönnt. Den werde ich jetzt trinken. Das ist jetzt wirklich gut. Ich habe es ja vorhin im Museum schon mal erwähnt gehabt, aber Gujō-Hachiman ist bekannt für diese Food Samples. Und hier in der Sample Kobo kann man selber Food Samples herstellen. Einerseits so ein Handyhalter aus
Eis, das verschüttet ist. Andererseits geht das auch mit einem Milchfläschchen. Oder man kann ganz traditionell Tempura und was war's? Salat, glaube ich, herstellen. Kann man machen. Und das als Souvenir mit nach Hause nehmen. Schaut mal, was ich gefunden habe. Baumkuchen-Samples. So muss das sein. Für uns Deutsche. So, jetzt bin ich hier an der Hauptstraße, quasi auf der anderen Flussseite. Relativ viel Autoverkehr hier. Bisschen problematischer hier zu filmen, ist aber egal. Ich habe ein Ziel, und zwar eines der wunderschönsten Orte hier in Gujo-Hachiman. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das hier nämlich, nicht überfahren lassen. So wunderschön schaut es hier aus. Also wieder hier so ein kleiner Bach, kleine Quelle. Und einfach die ganze Aufmachung hier ist so hübsch, oder nicht? Und da sitzen sie jetzt alle im Wasser. Das Wasser hier ist übrigens so gut, dass man es im Prinzip auch trinken kann. Deswegen liegt hier ein Becher. Und oh, angenehm kühl, wirklich super erfrischend, also so richtig nice. Das wunderschöne Gebäude hier hinter mir, das war früher das Rathaus von Gujo-Hachiman. Heutzutage ist es die Touristeninformation. Und ich meine, ist das nicht malerisch hier, also wirklich. Und jetzt müsst ihr dranbleiben, weil ich zeige euch jetzt gleich meinen Lieblingsspot in Gujo-Hachiman. Ja, genau, das hier ist mein absoluter Lieblingsort in Gujo-Hachiman. Das ist die Igawa no Komichi. Hier fließt links dieser wunderschöne Bach mit den fettesten Karpfen, die du je irgendwo gesehen haben wirst. Links auf der Seite dann eben ein kleiner Pfad. Links und rechts wunderschöne Häuser und Wände und keine Ahnung, alles wunderschön alt mit diesen kleinen Laternchen, auf der jeder Gujo-Hachiman draufgeschrieben ist. Wie gesagt, ich bin mega, 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 mega begeistert. Das ist wirklich so ein Ort, wo man einfach verweilen will, ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen fette Karpfen füttern, solche Sachen. Und deswegen, wenn ihr nur aus einem einzigen Grund hier nach Gujo-Hachiman kommt, dann um hier Fotos und Videos zu machen oder euch einfach ohne Kamera irgendwo hinzusetzen, dem Plätschern des Wassers zuzuhören und wie gesagt fette Karpfen zu füttern. Also wirklich, alleine dafür lohnt es sich wahnsinnig hierher zu kommen. Diese kleinen Ecken hier, die wurden übrigens früher dafür hergenommen, dass man da Wäsche waschen konnte oder wie gesagt Gemüse waschen etc. Um am Gujo-Tanzfest teilzunehmen, braucht man zwei wichtige Items, um so richtig gut vorbereitet zu sein. Nummer eins sind die Geta, das sind die Holzschuhe. Und Nummer zwei ist ein Tenugui. Ein Tenugui ist ein Baumwolltuch, Handtuch. Das kann man sich so um den Kragen rumwickeln und sich damit dann Schweiß abtupfen. Und in dem Laden hier hinter mir, da könnt ihr euer eigenes Tenugui selbst bedrucken. Das macht mega viel Spaß. Und wenn ihr eine Tour mit mir bucht, dann gehen wir nach Gujo-Hachiman und ihr habt die Auswahl, entweder selbst ein Tenugui zu machen oder eben ein so ein Sample herzustellen und das dann als Souvenir mit nach Hause zu nehmen, ist natürlich noch besser. Es ist dunkel geworden und wir haben gerade zu Abend gegessen und zwar in dem Restaurant hier hinter mir. Das ist mein Lieblingsrestaurant in Gujo-Hachiman, da gehe ich quasi jedes Mal hin. Jedes Mal esse ich allerdings was anderes und jedes Mal schmeckt es wirklich, wirklich gut. Also ich kann sowohl Keichan empfehlen, als auch Hobamiso. Und heute habe ich ein Ayu-Tee-Schoko gegessen, was auch sehr, sehr lecker war. Also alle drei Sachen und alles andere, was auf der Karte ist, auch kann ich wirklich empfehlen. Die ganze Atmosphäre da drin ist wirklich toll und japanisch. Und deswegen geht hierher zum Abendessen oder Mittagessen, wie ihr möchtet. So, ihr seht, ich habe mich umgezogen. So sieht man aus, wenn man zum Tanzen geht, insbesondere hier Geta. Ich habe einen Djembe an und ganz wichtig, das Tenugui hier. Im Hintergrund spielt die Musik schon und deswegen geht es gleich ans Tanzen. Also das ganz Besondere hier beim Gujo Odori ist nämlich hier Live-Musik, also Trommel, Flöte und Shamisen ist es, glaube ich, und Gesang. Das heißt, hier gibt es keine Kassette, die irgendwas abspielt, sondern es wird alles live gesungen und musiziert und in 3 Minuten geht's los. Hui!
3 Tänze. Ich würde sagen, ich habe sie mehr oder weniger gut hingekriegt. Den ersten, den kann ich ganz gut, die anderen beiden, na la la la. Aber normalerweise ist es so, sobald der Tanz endet, habe ich ihn finally verstanden. Genau so funktioniert das bei mir. Aber ich habe sehr viel Spaß. Es ist verdammt heiß. Aber die ganzen Leute sind super nett und alle helfen dabei, dass man irgendwann die Tanzschritte dann auch drauf hat. Aber wirklich, es macht mega viel Spaß. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt aussehe. Wir haben eine Stunde getanzt. Ich würde sagen, ich habe mich unglaublich gut geschlagen. Das Fazit ist wirklich, Übung macht den Meister. Und es ist mittlerweile mein drittes Gujo Odori. Und langsam kann ich die Tänze so einigermaßen, auch wenn ich mich am Anfang wirklich angestellt habe. Ich hatte unglaublich viel Spaß hier in Gujo Hachiman. Nicht nur jetzt beim Tanzen, sondern auch sonst so den ganzen Tag. Ich habe ja auch einen Livestream gemacht. Das war's von Gujo Hachiman. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihm ein Like gebt, wenn ihr den Japan-Hautnah-Kanal abonniert und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Lena hat sich ausgetanzt. Bye, bye!